Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Ernie hier und herzlich willkommen zur dritten Folge der Serie Road to Quickscope Beast. Ja, meine lieben Freunde, wir werden heute mit der Sniper wieder schön abgehen. Hoffe ich mal. Ja, hier sehen wir wieder unsere zwei Sniper-Klassen. Wir haben jetzt für unsere USR eine neue Tarnung freigeschaltet, nämlich die Herbsttarnung. Und mit der werden wir heute natürlich mal zocken, mal gucken, wie das Ganze so ausschaut. Allerdings muss ich euch schon mal vorwarnen, weil ich habe jetzt einen neuen Fernseher, der ist statt 107, 139 cm groß und... Ja, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Ich zocke jetzt eigentlich zum ersten Mal Call of Duty drauf. Ich habe davor FIFA gespielt, da ging das alles noch klar. Aber bei Call of Duty wird es alles viel, viel größer sein. Also muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Also kann es sein, dass ich heute nicht so gut sein werde. Alles klar, würde ich sagen, sehen wir uns auch gleich direkt wieder im Spiel. Bis gleich. Hat der Typ irgendwie ein Dings, einen Stock im Arsch oder warum? So, meine lieben Freunde, da sind wir auch schon direkt im ersten Spiel. Wir werden heute eine Runde Herrschaft zocken. Habe ich noch nie gezockt. Bin mal gespannt, wie der Modus so ist. So, auf jeden Fall geht es hier um die scheiß Flaggen. Wir müssen drei Flaggen erobern. Komm, komm. Und hier werden immer schön... Das ist eigentlich meine Lieblingsmap, die hier. Oh, Alter, der Fernseher ist so riesig, Alter. Ah! Von der Seite, du kleine Pussy, ey. Ich hasse es immer, von der Seite gekillt zu werden, ey. Ja, die Tarnung finde ich jetzt nicht so toll. Sieht ein bisschen aus wie so... wie Müll. Keine Ahnung. Wie könnte man das bezeichnen? Ey, verpiss dich doch mal, du kleine Arschgeburt, Alter. Meine Fresse, ey. Fängt ja schon mal super an hier. Da, Pussy, komm her. Da, hier, erster Kill. Zahltag, hör mal. Zahltag in deinen Kopf, du Eierkopf. Komm. Da. Ah, scheiße, das ist wieder der gleiche mit seiner scheiß verfickten Shotgun, Mann. Ich raste gleich hier aus, ey. Komm. Was soll... Alter. Ey, komm doch, ey. Meine Güte. Ey, guck mal, der mit seiner scheiß Shotgun hier, du Pussy, Alter, guck mal. Da. Ey, und jetzt krieg ich nicht mal den Kill, ne? Ey, ich flipp gleich aus, Mann. Ich flippe gleich einfach aus. Bleib ruhig. Komm her, du Lappen. Wo ist er? Hallo? Ey, wo sind die denn, Mann? Zeigt euch doch. Da. Ey, warum stirbt er denn nicht direkt, Mann? Immer diese scheiß Assist, ey. Das regt mich so auf. Komm, komm. Weiter, 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 weiter. Ja. Ach, komm, einen habe ich getroffen. Ah, Mann, okay. Wie viel ist unser Verhältnis? 2 zu 7. Was ist denn hier los? 2 zu 7. Scharmuta. Ey. Ey, das ist so anders auf dem neuen Fernseher, ne? Das ist... Alter, guck mal. Die sterben nicht mal direkt. Die sterben nicht mal direkt. Komm, warum immer 2 Schüsse, Mann? Ey. Bleib, ich muss... Ey. Ey, ey, ey. Meine Fresse, komm, 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 jetzt aber, komm, komm, ja, da, da ist doch ein Gegner, oder nicht? Ey, komm, was soll das denn? Oh. Charlie wird gesichert. Da, ey, das ist doch nicht mehr möglich, Mann. Alle nur am Campen hier, die kleinen Schlawiner. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Feindliche Satcom gesichtet. Fick dich doch in dein kleines Knie, du scheiß verfickter Camper, Alter. Leck mich doch am Arsch. Komm, jetzt. Was ist das für eine Pussy-Mann, Alter? Ich hab keinen Bock mehr, ey. Arschloch. Guck mal, wie der da liegt, Mann. Ey, jetzt muss ich wieder meinen Controller holen. Meine Güte, ey. Das artet nicht gut aus in diesem Spiel hier. Alter, meine Fresse. Guck mal, unser Verhältnis. 2 zu 13. Heftig. Und der da oben, ja. Wie eine Pussy ballert der da rum, ey. Meine Güte. Boah. Also der Modus ist einfach nur beschissen, ey. Einfach nur beschissen, wie die alle am Campen sind, die bei ihren scheiß Flaggen und jetzt wo? Der Feind hat B. Feind hat B. Feind hat B. Ja, super, Feind hat B. Ja, komm, jetzt campen wir uns auch mal hier hin. Komm, jetzt könnt ihr mal sehen. Komm, bitte, wo bleiben die? Guck da. Warte. Ey, guck, das gibt's doch nicht, Mann. Das gibt's doch nicht, ey. Komm, jetzt werde ich mich mal konzentrieren, Alter. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir jetzt hier so am Verkacken sind. Da hinten war einer da auch. Komm, ey. Warum? Guck immer, 2 Schüsse. Comeback, ja. Comeback, Alter. Comeback auf Rille. Komm, auf Rille. Comeback hier. Ja, Alter. Den musste ich jetzt mit der Pistole killen. Ohne Witz. Der hat mich so aufgeregt. Komm, jetzt feiern wir unser Comeback. Comeback. Come on, let's do it. Wer, diese Pussy-Camper ist immer noch da. Ist er noch da? Da, steht da noch. Der sitzt da noch. Der sitzt da noch. Die Pussy. Oh, wo ist er? Ey. Hier, Alter, Volltreffer, in your face, Alter, in deinen fetten Eierschädel, Mann. Ey, meine Güte, ey. Also diesen Modus werde ich nicht mehr zocken, ist ja nur alle am Campen, Mann. Meine Fresse. Ab da, ab da, ab da. Ab da, 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 ab
Wo? Wo? Ey, das ist so eine kleine Map, ne? Wo verstecken die sich da? Guck mal, die campen da hinten. Komm, den habe ich wenigstens getroffen. Da hinten war auch einer. Den hol ich mir jetzt. Komm, komm, schnell, 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 schnell. Ey, jetzt kommen wieder von hinten, Alter. Wieder alle am Campen da. Oh. Mamma mia. Donatella, amore mio, pizzerola, geh. Da. Da war doch gerade einer. Komm, komm. Wir verlieren Bravo. Ey, das gibt's doch nicht, ne? Freunde. Dieses Spiel macht mich so verrückt, ne? Ich flipp einfach gleich aus, ey. Gleich ist bei mir Totalschaden. Verbündete SATCOM aktiv. Ich muss mich unter Kontrolle haben, aber das geht nicht, wenn die alle nur am Campen sind, ey. Guck, jetzt kommt hier wieder irgendwas von links, rechts. Guck mal, da hinten. Guck, guck, guck immer von der Seite. Was ist denn da? 6 zu 19. Hör mal, das ist doch ein Applaus wert. 13 Kills im Minus, Alter. 13 Kills im Minus, ey. Ja. Geil, ey. Super geil. So, hier, erster Kill. Ey, komm doch, Mann. Ja, Freunde, wir müssen uns aber erstmal an den neuen Fernseher gewöhnen. Und es ist jetzt nicht so schlimm, wenn wir mal ein paar Runden abkacken, denn wir wollen ja, wir sind ja noch Anfänger, wir wollen ja zum Profi werden. Und ja, da wird ein langer und schwerer Weg. Aber in der letzten Folge habe ich doch alles rasiert, oder? Könnt ihr euch noch an die erinnern, die vor einer Woche kamen ungefähr? Da habe ich einfach alles zerstört, alles. Ja, was ich euch noch fragen wollte, es ist ja jetzt bei GTA 5 wieder die 30. Folge. Und ich habe mir gedacht, diesmal machen wir statt, so eine Art Special, das wird natürlich auch ein Special, aber wir zocken statt einer Stunde so alles neben der Mission, wir zocken jetzt immer eine Stunde nur die Mission. Das wäre doch auch mal was, oder? Was würdet ihr sagen? Weil es ist mal, damit wir ein bisschen vor, oh, geiler Headshot, damit wir ein bisschen vorankommen in der Kampagne, habe ich gedacht, dass wir mal schön die Kampagne einfach eine Stunde weiter zocken. Also als Special eine einstündige Kampagnenfolge, das wäre doch auch mal was, weil wir sind noch nicht so weit in der Kampagne und wir wollen das ja auch langsam durchkriegen. Dann habe ich mir gedacht, mach mal statt diesmal so ein halt Offline-Special, mach mal halt ein schönes Kampagne-Special, oder? Was hält ihr davon? Komm. Also ich würde... Oh, fuck, da hinten waren welche. Schnell nachladen. Ah, Granate hinten vorne. Unten bunten. Ey, wie lange lädt er denn nach, Mann? Will er mich verarschen? Ja, super, jetzt bin ich tot. Hasta la vista, Baby. Alter, ist da vor mir, hinter mir Granate. Überall Granate, Bruder, ey. Kre, Bruder. Kre, Kre, Bruder. Ey, Kre, Bruder. Kennst du Kre? Mamma mia. Ja, und ich habe euch ja gesagt, in Call of Duty will ich noch eine Serie machen. Oh, fuck. Mit den normalen Waffen. Und ja, ich wollte eigentlich sowas machen. Road to Golden, also irgendwas mit goldener Waffe. Aber das ist so gut wie unmöglich, weil ich habe mir mal die Herausforderungen angeguckt. Um eine Tarnung freizuschalten, da muss man manchmal so heftige Sachen machen. Das ist echt nicht mehr normal. Bam! Oh, scheiße. Tut mir leid. Da muss man manchmal so heftige Sachen machen und das wird alles viel zu lange dauern. Deshalb kann man da eigentlich so eine geile Serie machen, habe ich mir schon überlegt, irgendwie sowas, dass ihr nach jeder Folge entscheiden könnt, mit welcher Waffe ich spiele. Außer der Sniper, da haben wir eine eigene Serie für. Zum Beispiel, ich zocke jetzt eine Runde, also ich fange jetzt an in der nächsten Folge mit der AK und dann schreibt ihr alle, ja, mach mal das nächste Spiel mit der Dings und diesen aufsetzen, bla bla bla. Ja. Könnt ihr in die Kommentare schreiben und dann könnt ihr eure Kommentare da gegenseitig hochliken und dann kann ich sehen, was ihr am meisten wollt und welche Waffe ich spiele in der nächsten Runde. Das wäre auch mal eine coole Idee. Dann entscheidet ihr immer sozusagen mit welcher Waffe, mit welchen Aufsätzen und sowas ich antrete. Ich habe jetzt eigentlich noch gar nicht so eine Serie auf YouTube gesehen, die so ähnlich ist wie die. Also habe ich mir mal was einfallen lassen und falls es die schon gibt, leck mich am Arsch, machen wir die trotzdem. Ja, ich finde es eigentlich auf jeden Fall eine gut coole... Ah, was ist das denn für ein Motorboot? Motorboot, brrrr. I want to take boobs und er macht brrrr. Geh mal weg mit deinem scheiß Motorboot da, ey. Komm. Scheiße. Wir verlieren Alpha. Wir verlieren Alpha und wir sind 15 Kills im Minus. Geil, Romatico. Egal, wir haben auch immerhin 14 Kills schon gerissen. Arapapa. Aramsamsam, aramsamsam. Guli, 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 guli. Aramsamsam. Guck mal da hinten, was für eine Pussy, Alter. Was eine scheiß Pussy und ich krieg den nicht. Ich krieg den nicht. Der ist einfach am Campen, Alter. Den hol ich mir jetzt. Den hol ich mir jetzt. Wo war der? Wo war der? Alter, wie viele sind denn da? Einfach mal reinballern und wir treffen gar keinen. Wir ballern die Testo-Kuren, ballern die Ghetto-Huren, ballern dann für Ballermann. Okay, Kollega-Style. Ich bin ja wieder so aufgedreht, Alter. So aufgedreht. Kennt ihr, wenn ihr einfach mal so psychisch crazy drauf seid, Alter? Komm, der Bastard da hinten. Hoffentlich ist er da noch. Kriegt er meine Granate im Arsch. Ja, da ist er noch. Jetzt kann er sich nicht mehr bewegen. Und lumm das, du Lutscher! Ja, hier, Alter, verpiss dich, so Lappen, ey. Dann haben sie doch nicht verarschen von dem, ey. Feindliche SATCOM gesichtet. Hier. Der Feind hat A. Feind hat A, nix hat Feind hat A. Ich hol jetzt A zurück. Ich hol jetzt A zurück. Bam, Junge. Guck mal, warum sterben die denn nicht direkt, Mann? Ich hasse das. Jedes Mal. Wir nehmen mal jetzt gleich die andere Sniper. Komm, wir nehmen mal jetzt... Ey, ja, okay.
Ich glaube, ah, okay. Ich hab, ja, okay, ich muss dann in der Sniper beim nächsten Mal, es gibt, glaube ich, schon extra, das heißt, noch schneller zielen, als man sonst schon zielt. Oh, die ist scheiße, die Waffe. Die ist scheiße, die gefällt mir überhaupt nicht. Oder haben wir das schon drin? Ich glaube, das haben wir sogar schon drin. Doch, haben wir echt schon drin. Aber trotzdem hat das so lange gedauert, ey. Ab, ab. Nee, nix, T wird gesichert. Ich will keine Scheiße. Ich bin doch nicht gekommen, um mir Flaggen zu sichern. Ich will ja Gegner killen. Wo sind wir denn hier gelandet, um Gottes Willen? Da. Ey, guck mal, ich kann da nichts machen, ey. Ich muss mal taktischer vorgehen, Freunde. Das haben ja auch viele geschrieben. Ich renne da immer mit dem Kopf durch die Wand. Ich muss echt mal ein bisschen mit mehr Taktik vorgehen. Zum Beispiel so, dann mal da gucken. Jetzt mal bücken, ducken. Bücken, ducken. Jetzt mal hier gucken, da ducken, bucken. Da gucken. Und da haben wir auch schon unseren ersten. Genau so. Taktik, hör mal. Taktik ist alles. Jetzt campen wir mal hier eine Runde. Und werden natürlich in den Arsch gebumst, wie immer. Meine Güte. Dab, dab, dab. Ey, Scharmuta. Meine Güte, du Puta! Madre, oi, oi, oi. Komm, komm, die 20 Kills im Minus schaffen wir auch noch, ey. Geile Statistik, hör mal. Ja, unsere Statistik müssen wir auf jeden Fall mit dieser neuen Serie dann verbessern, die andere. Also schreibt mal, wie gesagt, in die Kommentare. Also erstens, was ihr davon hält, dass wir bei GTA in Folge 30 so eine einstündige Kampagne-Special machen. Und bei Call of Duty, also ihr sollt zwei Kommentare schreiben. Und ob ihr die Serie-Idee findet, geil findet, dass ihr jede Folge entscheiden könnt, mit welcher Waffe ich spiele, außerhalb der Sniper. Und dann, ja, muss ich mir noch irgendwie einen geilen Namen dazu einfallen lassen. Keine Ahnung, Call of Duty Ghost, was weiß ich, ja, da muss ich mir noch irgendwas einfallen lassen. Wird mir ein bestimmter Name einfallen, weil eine Serie mit Tarnungen freizuschalten, das dauert einfach viel zu lange, wenn ich ehrlich bin. Und das wird einfach zu lang dauern, ey. Da würden wir ja jahrelang an einer Waffe sitzen. Okay, ich bin jetzt wieder nur am Stürmen. Ich muss wieder taktischer vorgehen. Komm, so. Taktik, Taktik. Guck mal da hinten, wie die alle campen, Alter. Ey, langsam macht das keinen Spaß mehr. Also, sowas... Da flippe ich aus. Ey. Ja. Da ist das Spiel auch vorbei, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, wir machen... Oder machen wir doch nicht, oder? Ist schon, wir haben schon ziemlich lange gespielt. Dann würde ich sagen... Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, die zwei Sachen, dass ich gerade gesagt hatte. Ja, wir haben ein bisschen verkackt, Freunde. 18 zu 44, Mann. Fast 30 Kills im Minus. Aber ich muss mich auch erstmal, wie gesagt, an den neuen Fernseher gewöhnen und alles. Und ja, also heute ist... Welcher Tag ist heute, Mann? Welcher Tag ist heute? Ey, welcher Tag ist heute? Moment, heute ist Dienstag. Genau, heute ist Dienstag. Dann versuche ich für Donnerstag erstmal Battlefield zu machen. Für Samstag dann dieses einstündige Kampagne-Special, falls ihr es wollt. Also schreibt in die Kommentare, was ihr davon hält. Oder ich werde für Donnerstag GTA machen. Alter, was ist das denn für ein geiles Objekt? Erledigen Sie mindestens 4 verschiedene Mitglieder mit der gegnerischen Teams. Okay, super. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir erstmal raus. So, wir schauen uns erstmal kurz unsere Quote an. Das wollten ja auch viele von euch sehen. Und was haben wir? Oh, eine 0,6 KD. 273 Kills, 452 Tode. Bei uns läuft, würde ich sagen. Bei uns läuft richtig, Mann. Läuft. Es kann nicht besser laufen. Nahtyp strikt. Was heißt der Nahtyp strikt? Strikt. Oh, das kann, glaube ich, nichts Gutes bedeuten. Nahtyp strikt da unten rechts. Wenn ihr das wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Das hatte ich auch noch nie. Nahtyp strikt. Ja, also. Ich würde mich über 500 Likes freuen bei dieser Ausraster-Pur-Folge hier, wo wir ein bisschen randaliert haben. Dann würde ich sagen, wie gesagt, schreibt eure zwei Kommentare in die Kommentare unten rein. Also einmal das mit GTA 5, was ihr davon hält. Und einmal mit der Serie in Call of Duty, dass ihr entscheiden könnt pro Folge, mit welcher Waffe ich spiele. Zum Beispiel, ich mache jetzt mal ein kleines Beispiel. Ich sage jetzt zum Beispiel, ja, zock mal mit, ja, nimm mal jetzt einfach bei Sturmgewehr, zock mal die Remington mit... Schalldämpferaufsatz und Rotpunktvisier oder sowas, ja. Und dann werde ich versuchen, wir haben ja genug Trupppunkte oben rechts, 27 Stück. Dann werde ich die Waffe freischalten und werden wir uns schön immer so jede Folge, das ist eigentlich voll geil, da ist immer voll viel Abwechslung drin, immer eine neue Waffe mit dabei. Und ja. Also, Freunde, das war's dann auch. Ich würde mich, wie gesagt, über 500 Likes freuen. Euer Öni ist raus. Macht's gut, meine Lieben, und ciao.